mit dem Frontend-Werkzeug Crystal Report Pixel genau erstellt werden kann. Auch hier springen wir jetzt ins System rein. Also ich habe Ihnen schon mal einen fertigen Bericht mitgebracht, den ich erstellt habe. Und diesen werden wir dann anschließend gemeinsam aufbauen. Kurz noch zum Verständnis. Also der Bericht ist wie folgt aufgebaut. Also hier oben rechts haben wir eine Grafik, die das Logo der IB Solution darstellt. Hier links haben wir ein Textfeld für den Kapitelüberschrift und zwei Textfelder für die Überschrift der jeweiligen Diagramme. Genau. Und weiterhin wurde in dem Bericht eine Gruppenfunktion eingefügt. Die Gruppenfunktion fasst dabei alle zusammengehörenden Datensätze zusammen. Und die Gruppenfunktion kann man jetzt nun sehen, dass also zwei neue Sektionen hinzugefügt worden sind, einmal der Gruppenkopf und einmal der Gruppenfuß. Genau. Anschließend weiter enthält der Bericht folgende Diagramme. Einmal ein Spaltendiagramm und einmal ein Kreisdiagramm. Das Spaltendiagramm zeigt hier die erzielten Umsatzzahlen pro Periode. Ein Kreisdiagramm zeigt die Verkaufszahlen pro Periode. Hier unten haben wir eine Ergebnistabelle, welche die erzielten Umsatz sowie die Verkaufszahlen pro Periode darstellt. In unserem Beispiel, also im Jahr 2011 und die Periode 1. Hier sehen wir dann das Jahr 2011, Periode 2. Und dementsprechend ändern sich auch die Diagramme sowie die Überschriften der Diagramme. Springen wir jetzt in die Periode 3. Dann ändert sich auch automatisch hier die Periodenzahl. Genau, und entsprechende Sektionen wurden auch in der Ergebnistabelle mittels entsprechender Formatierungsregeln neu dargestellt. Also einmal grau, weiß. Dieses werden wir dann auch nochmal umsetzen. Genau, außerdem enthält die Ergebnistabelle auch eine Ampelfunktion, welches den Anwender auf ein positives bzw. negatives Ergebnis hinweisen soll. Ja, anhand der besonderen Eigenschaft von Crystal Report bedingte Bilder einfügen zu können, wird die Ampelfunktion für die Kennzahl Umsatz realisiert. Genau, und hier sehen wir jetzt den Daten Explorer mit Werten. Also in den Bereich Ergebnisobjekte werden nun alle Merkmale und Kennzahlen aufgelistet, die dem Anwender zur Verfügung stehen. Vorhin war dieses ja noch leer, da noch keine Datenfälle angezeigt worden war. Genau. Weiterhin haben wir hier eine Formel für die Periode. Diese Formel wird später dann in die Überschrift hier eingefügt, damit sich die Periodenzahl ändert. Genau. Weiterhin haben wir hier noch fünf Parameter, die für die Filterung der Daten aus der Datenquelle notwendig sind. Genau. Ich würde jetzt sagen, dass wir dann diesen Bericht schnell nochmal aufbauen, gemeinsam. Also um einen neuen Crystal Report Bericht erstellen zu können, muss anfangs eine Datenquelle vom Anwender angegeben werden. Also erstmal muss ich mich hier kurz anmelden. Genau, und die Datenquelle bildet dabei die Datenbasis für die anschließende Erstellung des neuen Crystal Report Berichts. Jetzt suchen wir uns hier unsere Query, die wir benötigen. Genau, ist die Datenquelle angegeben, müssen anschließend die gewünschten Merkmale bzw. Kennzahlen ausgewählt werden, die man im Bericht sehen will. Also unsere Query enthält neben den Merkmalen Buchungsperiode, Kalenderjahr, Land, Produkt und Region auch die Kennzahlen Umsatz und Menge. Also wir wollen jetzt alle Merkmale sowie alle Kennzahlen in unserem Bericht haben. Deswegen fügen wir jetzt alle per Drag and Drop in diesen Bereich mit ein. Genau, und dann drücken wir auf Fertigstellen.
Genau, also bei der Ausführung werden nun alle verfügbaren Daten unstrukturiert in dem Bericht abgelegt. Also in unserem Fall sind es jetzt 864 Datensätze, die auf 16 Seiten dargestellt werden. Genau. Also, den Berichtskopf brauchen wir jetzt, die Sektion brauchen wir jetzt nicht. Deswegen tun wir die ausblenden. Genau. Also hier, diese weiteren Informationen benötigen wir auch nicht. Die können wir dann auch von dem Bericht löschen. Genau, beginnen werden wir jetzt also mit diesem Bereich, Seitenkopf. Hier werden wir jetzt ein Textfeld und das Logo einfügen. Das können wir schließen. Genau, hier Seitenkopf. Also möchten wir das Logo einfügen, gibt es die Eigenschaft Inclusive Report ein Bild einzufügen. Und hier suchen wir jetzt das Logo aus und dieses Logo können wir dann entsprechend im Bericht einfügen. Genau, man kann auch den Seitenkopf hier ein bisschen größer machen. Genau, und anschließend möchten wir einen Kapitelname einfügen und dieses machen wir dann über das, über die Option Text. Also hier ziehen wir jetzt ein Textfeld rein und geben jetzt hier Vertriebsanalyse ein. Genau, jetzt können wir den Text auch formatieren. So machen wir jetzt mal die Schriftart auf 18. Arial fett. Genau. Das Textfeld können wir dann auch dementsprechend in dem Bereich Seitenkopf hin und her positionieren. Je nach Wunsch. Genau. Okay, und dann für die anschließende Verarbeitung der Daten wird zunächst einmal für jedes Merkmal, sprich Buchungsperiode, Kalenderjahr, Land und Region, ein entsprechender Parameter definiert. Also ein Parameter definieren wir in dem Datenexplorer, in dem Bereich Parameter, indem wir die rechte Maustaste klicken auf Neu, neuer Parameter. Genau, also mittels eines Parameters werden Eingabeaufforderungen generiert, indem der Anwender Informationen eingeben muss, bevor von Crystal Report Berichte erzeugt werden können. Also wir wollen jetzt, also genau, mithilfe von Parametern ist es dann später möglich, entsprechende Filter zu definieren, mit dem der Bericht dann gestaltet werden kann. Genau, also beginnen wir jetzt mal mit dem Parameter Jahr. Hier oben geben wir jetzt den Namen Jahr ein. Genau, also es gibt hier mehrere, und alle Parameter werden mit der gleichen Benutzeroberfläche erstellt, wie Sie hier sehen können. Also hier gibt es jetzt mehrere Eigenschaften. Beispielsweise kann man jetzt Mehrfachwerte zulassen. Sprich, ich will später im Bericht das Jahr 2010 und 2011 sehen können. Wenn man Mehrfachwerte zulassen nicht aktiviert, kann man jeweils nur entweder das Jahr 2010 oder das Jahr 2011 anschauen. Wir machen jetzt Mehrfachwerte zulassen. Genau. Und hier gibt es noch eine Option Werteliste. Genau. Und die Werteliste enthält die Vorschlagswerte für Eingabeaufforderungen, die durch den Parameter generiert werden. Also möchten wir eine Werteliste definieren, klicken wir hier rechts auf dieses Feld. Also hier können jetzt Werteliste entweder statisch oder dynamisch generiert werden. Also statisch, das heißt, die Werte sind im Bericht enthalten und müssen manuell eingegeben werden. Also die Werte werden dann hier manuell eingegeben. Aber wir wollen jetzt eine dynamische Liste erstellen. Genau, und eine dynamische Liste, da werden die Daten von der Datenquelle bereitgestellt.
Also wir suchen jetzt hier, wir wollen das Jahr, ein Parameter für das Jahr erstellen. Also suchen wir uns auch jetzt das entsprechende Merkmal Kalenderjahr. Genau. Also die Werteliste enthält nun die Werte 2010 und 2011, weil diese auch in der Query so definiert worden sind. Und dann klicken wir hier auf OK. Also kurz noch, kommen beispielsweise die Werte 2012, 2013 und 2014 in die Datenbank neu hinzu, werden diese im Gegensatz zu den statischen Parametern automatisch in die Werteliste aufgenommen und bei der erneuten Eingabeaufforderung zur Verfügung gestellt. Also deswegen haben wir auch jetzt hier die dynamische ausgewählt, da diese immer aktualisiert wird, wenn neue Datensätze in die Datenquelle hinzukommen. Genau. Okay. Jetzt erstellen wir noch die restlichen Parameter. Periode. Mehrfachwerte zulassen. Hier machen wir dann auch eine dynamische Werteliste für die Buchungsperiode. Okay. Und auf OK. Dann machen wir noch einen Parameter für das Land. Hier machen wir auch Mehrfachwerte zulassen. Eine dynamische und suchen das entsprechende Land aus. Okay. Und zu guter Letzt machen wir noch eine Region. Die machen wir auch Mehrfachwerte zulassen. Und in der dynamischen Werteliste suchen wir das Merkmal Region dazu aus. Okay. Genau. Also sind jetzt alle Parameter definiert worden, muss grundsätzlich für jeden Parameter ein interaktiver Filter angelegt werden. Also interaktive Filter werden so angelegt, wir gehen hier auf Daten, interaktive Filter. Also wir haben jetzt vier Parameter, dementsprechend brauchen wir auch vier Filter. Also ein Filter für das Kalenderjahr ist gleich und hier suchen wir jetzt den entsprechenden Parameter aus. Also für das Kalenderjahr suchen wir das Jahr. Für die Buchungsperiode suchen wir unseren Parameter Periode. Für den Filter für das Land suchen wir den Parameter Land. Und für den Filter für die Region suchen wir den definierten Parameter Region. Genau, klicken wir jetzt auf OK. Können wir jetzt nun die erstellten Filter sehen. Also hier oben sieht man jetzt den Namen, ja eingeben. Hier können wir jetzt, da wir Mehrfachwerte zugelassen haben, sowohl 2010 als auch 2011 einfügen. Wir wollen jetzt nur das Jahr 2011 haben. Genau. Die Periode geben wir jetzt beispielsweise Periode 1 und 2, da wir ja Mehrfachwerte zugelassen haben. Für das Land holen wir uns jetzt Spanien raus und Barcelona und die zwei Regionen Barcelona und Madrid. Genau. Klicken wir jetzt auf OK. Also werden jetzt die Filter kommen die Filter zum Einsatz und wir sehen jetzt hier die Daten. Die gefiltert worden sind. Genau. Also um jetzt den erzielten Umsatz sowie die Verkaufszahlen pro Buchungsperiode in ein Diagramm anzeigen zu können, bauen wir als nächstes eine Gruppe in den Bericht ein, welche die zusammengehörenden Daten zusammenfasst und gruppiert. Also eine Gruppe erstellt man durch die Funktion Gruppe. Also hier kann man, wir wollen ja pro Buchungsperiode, also suchen wir jetzt die Buchungsperiode aus auf Gruppenebene 1. Diese wird automatisch eingefügt. Anschließend klicken wir auf Einfügen. Genau. Nun sehen wir eine Gruppierung
nach der Buchungsperiode. Buchungsperiode 1, Buchungsperiode 2. Genau. Und hier wird jetzt auch der Gruppenkopf und Gruppenfuß erstellt. Und genau. Also diese Information benötigen wir nicht. Genau. Also jetzt kommt die Funktion neue Sektionen einzufügen. Da wir jetzt eine benötigen, also das können wir hier nochmal sehen. Also wir haben hier in der Sektion Gruppe jeweils zwei Sektionen. Einmal eine für die Diagramme und einmal für die Tabellenüberschrift. Sprich, wir fügen jetzt hier noch eine Sektion hinzu im Gruppenkopf 1. Genau, dann machen wir jetzt hier Sektion einfügen unterhalb. Genau. Also anschließend kopieren wir jetzt die Überschriften aus und fügen sie in die jeweilige Gruppensektion ein. Nun haben wir Überschriften für jede Gruppe. Genau, die Sektion benötigen wir hier nicht, also können wir die ausblenden. So, jetzt haben wir hier noch einen Bereich, den können wir jetzt größer ziehen für unsere jeweiligen Diagramme pro Buchungsperiode. Also die Körper können wir jetzt auch nochmal ein bisschen hier ziehen. Die Ergebnistabelle können wir jetzt formatieren, indem wir alle Inhalte mittig positionieren. Genau. Also nun können wir im Gruppenkopf die gruppenspezifischen Daten mittels Grafiken darstellen. Also hierfür können wir jetzt entsprechende Diagramme einfügen. Einmal ein Spaltendiagramm. Dieses fügen wir hier ein. Ist noch leer, da keine Daten angezeigt worden sind. Also hier wollen wir zum Beispiel, also um jetzt das Diagramm zu befüllen, können die jeweiligen Merkmale und Kennzahlen per Drag and Drop von Daten Explorer in die jeweiligen Kategorien hinzugefügt werden. Also hier wollen wir jetzt das Land und dann die erzielten Umsatz mit dem jeweiligen Produkt. Genau. Also hier sehen wir jetzt das entsprechende Diagramm für die jeweilige Periode. Also was in Periode 1 passiert, verkauft und welcher Umsatz erzielt worden ist, kann man jetzt anhand diesem Diagramm entnehmen. Genau, wir wollen dann noch ein zweites Diagramm für die Menge einfügen. Hier wählen wir jetzt ein Kreisdiagramm aus. Dieses stellen wir jetzt nebenan. Und auch hier müssen jetzt die entsprechenden Merkmale bzw. Kennzahlen eingefügt werden. Also als Ergebnis tun wir jetzt die Menge rein. Und das Merkmal Produkt. Genau. Also jetzt sind die jeweiligen Diagramme dargestellt worden für die jeweilige Buchungsperiode 1. Klicken wir jetzt auf die Buchungsperiode 2, kann man die Veränderung an den Diagrammen sehen, da sich hier auch die Werte verändern. Genau. Also, wir können jetzt hier entsprechende Überschriften auch unterstreichen für eine bessere Darstellung. Genau. Also mit der Option Feld können wir jetzt auch eine Art Tabelle machen. Also rein für die bessere Darstellung.
Genau. Also hier haben wir noch gesehen, dass jeweilige Sektionen farblich verändert worden sind. Diese Veränderung können wir so durchführen, dass wir die entsprechende Sektion anklicken. Und hier gibt es die Option bedingte Formatierung. Genau. Also jetzt wollen wir eine bedingte Formatierung hinzufügen. Dazu klicken wir auf diesen Button. Genau. Und jetzt wollen wir eine farbliche Hervorhebung bestimmter Sektionen. Also am besten suchen wir uns hier dafür die Region aus. Region ist gleich. Also ist gleich Madrid. Also wenn die Region gleich Madrid ist, dann soll sich die Hintergrundfarbe in Grau verändern. Genau. Jetzt haben wir die farbliche Hervorhebung hinzugefügt. Weiterhin, wir können jetzt, genau, also in Crystal Report ist auch möglich, jetzt Ergebnisse für die Gruppe hinzuzufügen. Also sprich eine Gesamtzahl der verkauften Menge oder eine Gesamtzahl der vom erzielten Umsatz. Dafür klicken wir jetzt auf Ergebnis. Hier suchen wir jetzt die Summe von einmal von Menge, genau, und benutzerdefinierter Pfad. Sprich, wir können die Menge selber im Bericht positionieren. Diese fügen wir jetzt unter der Menge ein. Gehen hier auf Ergebnis bearbeiten, klicken auf Summe und schließen. Genau, also insgesamt wurden 719. Also wir können jetzt auch das Ergebnis formatieren und die Nullzeichen entfernen, da es ja eine Mengenanzahl ist. Genau, dieses können wir auch hier machen. Format, da es sich um eine Mengenzahl handelt, warum benötigen wir keine Kommazahl? Genau. Das gleiche können wir jetzt auch noch die Summe vom Umsatz mit dem definierten Pfad. Diese fügen wir dann hier ein. Genau. Also auch hier gehen wir dann auf Ergebnis bearbeiten. Nicht delegiert, sondern die einzelne Summe und schließen. Genau. Jetzt haben wir diese, können wir ausblenden, benötigen wir hier nicht. Genau, jetzt haben wir jeweils für die Periode 2 ein Ergebnis und für die Periode 1 ein Ergebnis. Wir können jetzt auch also neue Perioden hinzufügen. Möchten wir jetzt die Periode 3, 4, 5 und 6 noch dazu haben, klicken wir auf OK. Und automatisch generiert dann Crystal Report eine neue Ergebnistabelle. Sprich, wir sind jetzt hier in Periode 1, Periode 2, Periode 3, 4, 5 und 6. Also je nach Wunsch können die entsprechenden Filter nun eingesetzt werden. Wir könnten jetzt auch das Jahr 2010 und nicht 2011 anschauen. Da verändern sich entsprechend die Zahlen. Genau. Okay. Genau. Und anhand der besonderen Eigenschaft von Crystal Report bedingte Bilder einfügen zu können, werden wir jetzt nun die Ampelfunktion für die Kennzahl Umsatz realisieren. Also das machen wir durch den Assistenten für bedingte Bilder. Also hier klicken wir dann auf Bilder hinzufügen. Einmal Punkt in Gelb, den grünen Punkt und den roten Punkt. Also hier müssen jetzt entsprechende Einstellungen durchgeführt werden. Also der gelbe Punkt soll angezeigt werden, wenn der Umsatz
Wenn der Umsatz, machen wir jetzt dann zwischen, jetzt brauchen wir einen Minimal- und Maximalwert zwischen 10.000 und 20.000. Okay. Grün soll angezeigt werden, wenn der Umsatz größer als 20.000 ist. Und rot, wenn der Umsatz kleiner als 10.000. 10.000. Okay, jetzt haben wir hier ein entsprechendes Bild. Diese positionieren wir jetzt hier den Umsatz. Genau. Also zu den jeweiligen Umsatz kommt dann das entsprechende Bild rein. Also wie wir definiert haben, der Umsatz, der kleiner als 10.000 ist, wird mit Rot angezeigt. Der Umsatz, der größer als 20.000 ist, wird mit Grün angezeigt. Und zwischen 10 und 20 wird mit Gelb angezeigt. Genau, dieses geht dann über die ganze Ergebnistabelle hindurch. Genau. Jetzt holen wir noch eine Überschrift für die zwei Diagramme darstellen. Also auch hier benutzen wir jetzt ein Textfeld. Und dann geben wir hier Umsatz in Periode. Umsatz in Periode. Wir formatieren die Überschrift. Benutzen wir Arial. Okay, dann brauchen wir noch ein Textfeld für die Menge. Textfeld für die Menge. Genau, diese positionieren wir dann hier. Dann können wir Verkaufsmenge in Periode. Genau. Um jetzt die jeweilige Periodenzahl zu bekommen, definieren wir eine Formel. Also wir gehen in Daten Explorer rein, im Bereich Formel, klicken auf die rechte Maustaste und neue Formel. Hier geben wir jetzt den Namen Periode ein. Der ist x-beliebig. Genau. Also wir springen jetzt auf diese Benutzeroberfläche. Also das ist der Formel Workshop. Hier können jeweilige Formeln definiert werden. Also wir brauchen jetzt die Periodenanzahl. Und die Periodenzahl kriegen wir heraus, indem wir jetzt die Buchungsperiode per Doppelklick hier einfügen. Diese speichern wir dann. Also diese Formel enthält jetzt die Periodenzahl. Genau. Um jetzt die Periodenzahl hier einzufügen, ziehen wir diese per Drag and Drop. Also Formeln werden in den Berichten so dargestellt. Klammer auf, Add Periode, Klammer zu. Und schon haben wir die Periodenanzahl. Hier wollen wir auch noch die Periodenanzahl sehen. Dann ziehen wir die Formel entsprechend rein und haben jetzt Periode 1. Also wir sind in der Periode 1 und sehen in der Überschrift auch die Periode 1. Springen wir auf die Periode 2, sehen wir dann die Periode 2 und die jeweilige Tabelle. Genau. Also das war es jetzt von meiner Seite aus. Also die Fragen werden jetzt gesammelt und am Ende des Webinars beantwortet. Also eine Frage habe ich hier, und zwar wird gefragt, ob die Berichte für andere Benutzer zugänglich gemacht werden können. Also es ist möglich, Berichte für andere zugänglich zu machen. Und zwar bietet die Business Object Business Intelligence Suite auch eine BI-Plattform. In dieser BI-Plattform können dann alle fertiggestellten Berichte hochgeladen werden und von den jeweiligen Benutzern
angeschaut werden. Genau, und auf die weiteren Fragen gehen wir dann im Nachhinein ein.